Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei Super Mario und Super Luigi Superstar Saga. Das ist super. Und wir sind in Little Toad Town angekommen. Prinzessin Peach, Mario, Luigi. Wir sind über euren Kommen in Kenntnis gesetzt worden. Bitte steigt in den Aufzug dort hinten. Dankeschön, Dankeschön. Danke, danke, Dankeschön. Was ist Little Toad Town wohl für ein Ort? Ich bin schon ganz gespannt, ihr nicht? Mario, Luigi, los, steigt schon auf. Ich bin auch schon ganz entspannt, gespannt, ja, entspannt. Und die Musik. Prinzessin Peach, oder? Toadsworth hatte diesen Besuch angekündigt. Was für eine Ehre, dass die Prinzessin hierher kommt. Oh, und das ist doch der Superstar Mario. Ja, ne? It's a me, Superstar. Luigi, ist das wahr? Was für eine Ehre. Oh, hat Luigi sich voll gefreut. Danke für... Der Mund, was ist das denn? Das sieht aus, als ob sie so... Egal. Danke für diesen Empfang. Dann zeigen wir euch jetzt die Stadt. Mario, Luigi, habt erstmal vielen Dank für eure Mühen. Mir geht es soweit gut. Und nun seht euch um und amüsiert euch ordentlich. Oh, sehr cool. Wir treffen uns später wieder. Dann dürfen wir jetzt also ganz alleine hier rumlaufen. Cool, 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 cool. So, dann wollen wir noch mal gucken. Willkommen in der Stadt. Amüsiert euch gut. Okay, danke. Ist das der Itemladen? Hoffentlich. Willkommen im Itemladen. Unsere Spezialität in Little Toad Town sind exquisite Pilze. Was darf sein? Ich will kaufen, aber ordentlich. Boah, krass. 50% Abzocke. Was bedeutet das? Abzug wahrscheinlich oder so. Gut, kaufen wir uns erstmal Pilze. Wie viele wollen wir? Ja, so viele nicht, weil wir haben nur 2000 Münzen. Dann kaufen wir uns mal... Wir kaufen uns mal 40, ja. Superpilze, Ultrapilze, 120, 50. Ja, ist jetzt nicht so wichtig. Vielleicht noch hier 10 Nüsse für alle Fälle. Sirup haben wir in Massen. Noch ein bisschen Frischwurz für alle Fälle. Und dann soll es das erstmal gewesen sein. Was heißt erstmal? Wir haben die Hälfte jetzt hier ausgegeben. Können wir noch irgendwas verkaufen irgendwie? Volle HP, genau. Mehr Angriffskraft und Gewicht. Verstehe ich nicht. HP plus 4. Boah. Wir haben nur... Ach so. Ah, Stachelkiller. Sprung auf Stachelmonster, 2x Schaden. Ja, den brauchen wir nicht. Doppelter Schaden für Stachelmonster brauchen wir auch nicht. Folgender Jeans, Lachhose. Immer direkt nach Mario zuschlagen. Haben wir davon 4 Stück? Lachhose. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Habe ich jetzt alle Hosen verkauft? Nee, einer hatte da noch an, oder? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Nee, ich glaube nicht. Was darf sein? Ja, erstmal auf Wiedersehen. Hatte Luigi jetzt noch seine Hose an? Ich weiß es nicht. Ja doch, folgender Jeans, genau. Und er hat die Herzhose und den Bodenorden. Und was ist das? Ach! Und die haben wir gar nicht ausge... Ach so. Bohnenorden stärkt Pau und Blütenpunkte. Ja, doch, es ist in Ordnung. Wir haben jetzt noch 1000... Boah, wieso haben wir nur so wenig Münzen? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht genau, ob es so jetzt krass wenig ist oder ob es eigentlich ganz normal ist. Nee, wir müssen einmal tauschen und dann kommen wir da hoch und dann ist hier der Ausrüstungsgegenstandsladen. Wie sagt man? Keine Ahnung.
Sehr schön. Lass mich mal gucken. Heimische Ware. Der Pilzorden senkt die Blütenpunkte bei Mario um 6, aber dafür Angriff auf 98 plus 13. Bei Luigi bleibt das gleich, aber auch nicht so viel. Maruigi. Auto BP Erhalt. Boah. Powerverteidigung, Verstärkung von Konterattacken. Können die beide tragen? Für Mario und für Luigi. Doch, ich glaube schon. Okay, ich glaube, die Orden sind schon ganz gut. Und dann gucken wir mal bei den Hosen. Ah, die sind ja gar nicht so teuer. Ne? Ja, gut, das ist gut zu wissen. Pilzhose. Nach jedem Kampf erhältst du Pilze. Nach jedem Kampf. Boah. Und die Verteidigung erhöht sich um 12. Boah, guckt euch mal die Verteidigung an. Steigert Glück abhängig von Pilzmenge. Ne, dann würde ich die lieber mal für beide nehmen. Ich meine, boah, die Verteidigung, guckt euch das mal an. Doch. Für Mario und nochmal für Luigi. Krass. Und dann können wir einmal noch verkaufen. Unsere alten Sachen. Herzhose brauchen wir nicht mehr, folgender Jeans brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Sehr gut. Dann sind wir jetzt um einige stärker. Boah. Angriff und Verteidigung gesteigert. Und die anderen Werte sahen ja eigentlich auch nicht so schlecht aus. Bei den Level-Ups. Und damit kommen wir bestimmt jetzt schon viel besser durch. Hört mal, der Krach da drüben. Was das wohl sein mag? Na, gucken wir doch mal nach. Hurra! Hurra! Ein unschlagbar Pilz! Der unschlagbar Pilz ist eine Mischung aus One-Up-Pilz und unschlagbar Stern. Wagt ein Spielchen und holt euch den unschlagbar Pilz. Details gibt's in dem Gebäude da. Okay. Dann machen wir mal ein Spielchen. So, hallo. Ist besetzt? Hereinspaziert. Ein Spielchen gefällig? Wagt ein Spielchen und wenn ihr eine gute Punktzahl schafft, gibt's den Unschlagbar-Pilz umsonst. Ja, würde ich gerne. Darf ich? Der ist außer Betrieb, oder was? Stört mich nicht! Ich muss mich konzentrieren! Ich schaue mich nur um. Ja, und wie spiele ich? Du hast keinen freien Automaten mehr. Doch, da oben. Aha. Lust auf ein Spielchen? Und wie? Oh, die Musik hier. Yoshi's Island. Naja, oder Yoshi's Story. Keine Ahnung. Nein, Yoshi's Island. Yoshi's Story ist für eine N64. Ich komme da immer durcheinander. Willkommen beim Sternschnapper. Schafft 200 Punkte und ihr bekommt eine tolle Prämie. Drückt Start, um die Regeln anzeigen zu lassen. Und jetzt gibt Gas. Boah, da muss ich 200 Punkte schaffen. PA. Verstehe ich nicht. Nintendo. Ach so. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Ach, Kacke. Das ist ja mega schwierig. Wie soll das denn gehen? Oh, scheiße. Wobei, ich habe immer noch 20 Sekunden, aber das reicht, glaube ich, nicht mehr.
Hey. Ja, aber wenn das so hoch ist, komme ich da doch sowieso nicht so gut rein. Ja, muss ich die irgendwie so ein bisschen hochwerfen, aber das ist mega umständlich. Nee. Oh, noch einmal spielen? Ja, wie teuer ist das denn? Können wir umsonst spielen? Okay, also nochmal. So, andere Seite. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Boah, warum ist so ist die eine Seite so lange auf? So, jetzt erstmal da rein und dann... Oh, hier schon wieder. Ach, und wenn ich eine Bombe reinmache, wechselt das, oder wie? Ach so. Jetzt habe ich das auch mal verstanden. Ja, das stand auch in den Regeln so. Das habe ich aber nicht verstanden. Ah, die 200 Punkte habe ich schon. Woo! Der Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, damit habe ich so einen Unschlagbar-Pilz bekommen. Aber kann ich mit dem Unschlagbar-Pilz einfach gegen jeden Gegner gewinnen, weil ich... Weiß ja nicht. Ach, das waren die Unschlag... Nee, davon... Warum ist der denn jetzt? Mario? Mario? Wie geht es ihm? Hm, kommt mir reichlich grün vor. Man beachte das Gesicht. Dieser Patient leidet an Grünfieber. Ganz sicher, schätze ich. Viele Touristen erkranken daran, weil sie an die landestypische Küche nicht gewöhnt sind. Oh, und... Gibt es... Und? Gibt es eine Heilung? Ja, mit der richtigen Medizin. Aber ohne die gibt es keine Heilung. In 3 Tagen wird Mario zur Riesenbohne, quasi zu einem... Bonario! Wie dumm. Was sollen wir tun? Es ist nicht ganz ungefährlich. Westlich von dieser Stadt befindet sich eine legendäre Ruine. Man kennt sie unter dem Namen Grollruine. Gröll. Im Keller der Gröllruine wächst angeblich ein Kraut. Die Heilewurz. Dieses Kraut ist ein Gegengift, das Grünfieber heilen kann. Luigi, du willst zur Gröllruine reisen? Oh yeah. Ich habe irgendwo gelesen. In der Gröllruine wohnt ein schreckliches Monster wie dieses hier. Was eine scheiß Zeichnung. Man sagt, wenn dieses Monster einen Toad angreift, zerschmettert es seine Knochen, zerfetzt seinen Körper und saugt sein ganzes Blut aus dem Leib. So will es das Gerücht. Ach, wie schrecklich. Aber Luigi, dir wird sicher nichts passieren, oder? Oder Luigi? Das tust du doch gern für Mario. Oder etwa nicht? Diese Brüderliebe. Im schwachen Fleisch steckt eben doch ein williger Geist. Luigi, unsere ganze Hoffnung liegt auf dir. Finde das Kraut und komm gesund wieder hierher zurück. Ja, aber... Oh, Luigi... Oh. Luigi, wir schaffen das. Luigi. Ach, Luigi, mach dir keine Sorgen. Wir können das schaffen. Ach so. Ich glaube, das ist das Ding, was auf der Karte eingezeichnet war. Ja, aber jetzt müssen wir alleine
Dürfen wir da nicht kämpfen oder wie oder was? Ja, was sollen wir jetzt machen? Der ist ja hier ganz außer sich. Luigi, wir müssten uns eventuell jetzt mal wieder ein bisschen zusammenreißen. Ich meine, es hilft ja alles nichts. Ja, nee. Wo soll ich denn jetzt mit dir hin? Du kannst ja nicht hüpfen. Seit Kameng mit dem Hypnotisieren angefangen hat, wird es immer schlimmer. Jeden Tag sucht er ein neues Opfer für seine okkulten Übungen. Aha, dann reden wir im nächsten Part mal mit Kamek. Eventuell kann der uns ja hypnotisieren. Wer weiß. Das wäre auf jeden Fall jetzt so meine spontane Idee. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao, tschüss, euer Kornel.